Gott, hey. Ich sag's euch. Ah ja. Hallöchen. Hello. Guten Morgen. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Kommt rein. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke. Aber ich sag's euch. Es ist klar. Eigentlich ist es klar, wenn man sich auf irgendwas freut, wenn man sich auf irgendwas vorbereitet hat, es ist heute alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Bereits schon. Die Nacht hat blöd angefangen, der Tag war auch nicht gut. Und ich hoffe, dass wir jetzt einfach ein gutes, dass ich ein gutes Instagram-Live-Yoga für euch hinkriege. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr mit mir feiert. Schön, dass ihr euch auch feiert. 4 Jahre. Einfach Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Danke, dass ihr schon einfach so lange da seid. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch mehr kaputt mache oder irgendwie über irgendwas drüber falle oder einfach, weiß ich nicht, fangen wir doch ganz, ganz langsam. Ja, wobei, nee, wir haben noch zwei Minuten. Aber für die, die schon da sind, wir fangen heute im Stehen an. Wir fangen im Stehen an, genau. Übrigens, ich versuche ja, oder ich habe ich kann mich heute einfach nicht... Ich wollte eigentlich das Video aufnehmen parallel für YouTube. So. Meine Mikrofone haben nicht geladen, obwohl ich sie angehängt habe an den Ladestecker. Und jetzt nehme ich es trotzdem so auf und hoffe, dass der Ton irgendwie trotzdem gut ist. Also schön, dass ihr live dabei seid. Genau. Da kriegt ihr Premium-Qualität. Okay. Danke für eure ganzen Glückwünsche. Danke. Ich reg mich heute selber auf. Aber das ist jetzt gar nicht mehr Thema. Jetzt machen wir Yoga, 30 Minuten. Hilfsmittel ist eine dünne Decke. Also ich habe mir auch schon hier so eine relativ dünne Decke vorbereitet. Und sonst nichts. Eine Unterlage, auf der ihr Yoga machen könnt. Und dann haben wir alles. Dann geht's los. Seid ihr bereit? Ja, dann fangen wir doch einfach an. Ich schaue mal, dass ich euch hier ein bisschen kleiner mache. So. Genau. Wir brauchen auch keine Blöcke. Wir versuchen das nämlich heute mal einfach nur mit dem, was wahrscheinlich alle daheim haben. Und zwar einer dünnen Decke. Frage, wenn ich hier stehe, hört ihr mich gut? Gebt mir doch gerne mal einen Daumen nach oben oder ein Herz oder irgendwas. Irgendwas, gebt mir irgendwas. Hört ihr mich gut? Ist die Verbindung gut? Mann, war ich schon lange nicht mehr live, also Yoga Insta. Gut, okay, danke, super, danke, okay, los geht's. Also, wir fangen im Stehen an. Wenn du Socken anhast, dann zieh deine Socken gerne aus, außer du bist irgendwo draußen und es ist arschkalt. Aber ansonsten zieh die Socken gerne aus, dann hast du einen besseren Grip und besseren Kontakt zum Boden, zu deiner Matte. Und wir fangen einfach an. Komm, wir fangen einfach an, bevor ich viel quatsche. Wir fangen an und zwar indem, dass wir unsere Arme ausschwingen, den Oberkörper schwingen oder drehen. Das kann halt was werden. Genau. Also die Arme hängen lassen und den Oberkörper nach rechts und nach links drehen. Genau, einfach ein bisschen hängen lassen, wie so Spaghetti, die zu lange gekocht sind oder lange gekocht sind, wir können Spaghettis werten. Okay, und dann einmal ausschütteln, Hände ausschütteln, Füße ausschütteln, alles ausschütteln, Körper aufwecken, 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 aufwecken. Arme nach oben. Schüttel, 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 schüttel. Ich zeig mal von der Seite. Schüttel, 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 schüttel. Okay. Und dann beginnst du in Tadasana, in der Berghaltung. Deine Füße sind ein bisschen breiter als hüftbreit aufgestellt. Schultern sind entspannt. Deine Hände sind nach vorne geöffnet. Du schaust nach vorne. Und du atmest. Ja, atmen ist ja extrem wichtig und im Yoga noch wichtiger. Also probierst mal tief einatmen über die Nase
Und ausatmen über den Mund. Alles mit der Ausatmung rauslassen. Nochmal einatmen über die Nase. Und ausatmen über den Mund. Drittes Mal tief einatmen. Ausatmen über den Mund. Und ein viertes Mal, weil wir heute alles viermal machen, wegen 4 Jahren. Tief einatmen. Und alles abgeben, alles ausatmen. Alles rauslassen. Und dann geh leicht in die Knie. Einatmen, Arme über die Seite nach oben. Mach dich groß. Und ausatmen, Arme über die Seite wieder nach unten. Einatmen, nach oben. Ausatmen. Nach unten. Drittes Mal. Einatmen, nach oben. Ausatmen. Langsam wieder nach unten bringen. Und ein viertes Mal heute. Einatmen. Nach oben, 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 oben. Und ausatmen. Arme wieder nach unten bringen. Jawohl. Jetzt einatmen. Arme nach vorne und nach oben. Bleib so. Lass deine Arme umgestreckt. Die Handflächen schon zueinander. Deine Schultern sind entspannt. Und du probierst, auf deine Fußballen zu kommen. Du kommst auf deine Fußballen und bringst die Fersen nach oben. Und dann braucht man vielleicht ein bisschen Balance. Mach dich ganz, 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 ganz groß. Ganz groß machen. Ganz groß. Nimm Platz ein. Nimm Raum ein. Mach dich groß. Spitz dich nach oben in die Decke. Leg deine Hände oben zusammen. Du baust wie so ein Hütchen über deinem Kopf. Und du spitzt dich wie so ein Spitzer nach oben in die Decke. Auf deinen Fußballen. Lang machen, lang machen, lang machen, lang machen. Dann wieder zurück auf die Fersen kommen und dann ziehst du die Hände vor dein Herz und bleibst hier. Das ist Anjali Mudra, so heißt dieses Mudra, und du atmest ganz entspannt. Tief einatmen und mit der Ausatmung lass deine Arme nach unten sinken und stell dich vorne an den kurzen Mattenrand. Und deine Füße stellst du ja, an die jeweiligen Mattenränder rechts und links. Genau. Du darfst zwischendurch auch übrigens immer was trinken oder Pause machen oder zuschauen. Das darfst du immer machen. So, Füße sind mattenbreit oder auch breiter als mattenbreit aufgestellt. Denn wenn du einen Bauch wie ich hast, dann, also wir kippen jetzt nach vorne und nach unten. Was ich dir raten kann, ich zeige es mal kurz, weil es ein bisschen plastischer oder anschaulicher dann ist. Ich hebe meinen Bauch meistens, wenn ich nach vorne, mich beuge, nach vorne kippe im Yoga, hebe ich den so zur Seite und dann lasse ich mich nach unten sinken, damit ich mit geradem Rücken nach unten sinken kann in die ganze Vorwärtsbeuge. Meine Beine bleiben gebeugt, Die Hände sind da, wo sie sind, entweder auf dem Boden oder auf den Schienbeinen oder auf den Oberschenkeln und den Kopf lässt du hängen für die ganze Vorwärtsbeuge und dann schwing dich ganz entspannt von rechts nach links, ganz entspannt schwingen, Beine abwechselnd sanft beugen, atmen, lass das Blut in deinen Kopf fließen, ja, ist eine Umkehrhaltung, wobei das stimmt gar nicht, oder? Boah, seht ihr mal, ich bin heute mega, mega durch, also einfach schwingen. Gut, in der Mitte einpendeln und dann die Hände auf die Schienbeine legen. Dann probieren, die Beine zu strecken und den Rücken parallel zur Matte bringen. Du kannst auch die Hände auf die Oberschenkel legen. Das ist die halbe Vorwärtsbeuge. Leg nach unten und atmen. Du kannst auch die Beine gebeugt lassen. Und dann drück dich ganz langsam von deinen Oberschenkeln, nicht von den Knien, langsam nach oben. Einatmen, Arme nach oben, oben, oben. Bring die Füße wieder näher zusammen. Komm wieder auf den Fußballen, spitz dich nach oben. Vielleicht auch leichte Rückbeuge. Leichte Rückbeuge, Hände oben zusammenlegen. Und dann langsam die Hände wieder vor dein Herz ziehen. Tadasana. Berghaltung am vorderen Mattenrand. Weirde Zwischeninfo. Seitdem ich meinen Kaiserschnitt hatte, ist es voll unangenehm, die Hose hier unten zu haben.
Deswegen ziehe ich sie meistens jetzt immer nach oben. Also mach es auf jeden Fall so für dich, dass dein Bauch gut mitatmen kann und Platz hat. So, wie auch immer du es machst. Gut, Hände vors Herz, Blick nach vorne. Bring die Füße ein bisschen näher zusammen. Und dann kontrolliert mit dem rechten Fuß einen großen Schritt oder mehrere kleine Schritte nach hinten für den hohen Ausfallschritt. Arme nach unten. Die Ferse hinten ist oben, wenn möglich. Vorne kannst du ein bisschen tiefer kommen oder auch nicht. Ja, du entscheidest das, wie das für das Knie am angenehmsten ist. Und dann einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, eventuell ein bisschen tiefer in den hohen Ausfallschritt sinken. Beide Füße zeigen nach vorne zum kurzen Mattenrand. Jawohl. Und dann konzentriert mit dem Oberkörper leicht dich nach vorne neigen in Verlängerung deines hinteren Beines. Du bist quasi diagonal im hinteren Bein mit deinem Rücken, mit deinen Armen. Ui. Das spürt man wahrscheinlich vorne hier im Oberschenkel. Und dann lass die Arme nach unten sinken, verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und probiere dein rechtes Bein vom Boden abzuheben. Du kannst dich auch irgendwo abstützen. Ich stütze mich auch gerade an der Wand ab. Probier es mal aus, dich auf das linke Bein zu stellen. Und dann vielleicht das rechte Bein nach hinten oben zu strecken. Ja, du kannst die Arme nach unten hängen lassen oder zur Seite. Das ist zum Ausprobieren. Das ist alles zum Ausprobieren. Und dann wieder rechter Fuß nehmen, den linken Fuß. Tadasana, Berghaltung. Atmen. Tief einatmen. Nochmal tief einatmen. Und ein viertes Mal tief einatmen. Und mit der Ausatmung legst du deine Hände wieder vor dein Herz in Anjali Mudra und gehst mit dem linken Fuß zurück in den hohen Ausfallschritt. Genau, Ferse hinten ist oben, das hintere Bein ist zu ungefähr 99% gestreckt. Genau, beide Füße zeigen nach vorne und dann einatmen, Arme nach oben. Und ausatmen, du entscheidest, ist das vordere Bein gestreckt oder lass dich ein bisschen tiefer sinken. Ja, du entscheidest. Es ist deine Praxis, ja, du machst das für dich. Du nimmst dir einfach das von mir, was sich für dich stimmig anfühlt. Und was nicht, das lässt einfach aus. Genau. Gut, dann kipp wieder mit dem Oberkörper diagonal schräg nach vorne. Ja, also quasi in Verlängerung von deinem hinteren Bein. Arme mit nach oben strecken. Atmen. Oh Mann. Und dann Arme nach unten hängen lassen. Und dann konzentriert Gewicht auf das rechte Bein verlagern und probieren das linke Bein nach hinten von der Matte abzuheben. Es muss gar nicht nach hinten oben gestreckt werden. Du kannst auch einfach probieren, es abzuheben von der Matte. Auch hier atmen und vielleicht Arme nach außen oder nach vorne und das Bein nach hinten strecken für den Krieger 3. Und dann linken Fuß neben den rechten Fuß. Oh Gott, einatmen, Arme nach oben, ausatmen, Hände vors Herz und ausschütteln. Ausschütteln, ausschütteln, ausschütteln. Gell, das geht schon, ich finde, das geht schon in die Oberschenkel. Ich mache das relativ selten und merke es sofort. Also ausschütteln, schütteln, schütteln, schütteln. Geburtstag feiern, feiern, feiern. Schütteln, 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 schütteln. Alles ausschütteln, schütteln, 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 schütteln. Okay, gut. Letzte Stehhaltung. Baumhaltung. Auch ohne Blöcke heute, wie gesagt. Weil ich versuche, das so zugänglich wie möglich jetzt gerade zu gestalten. Rechtes Bein ist Standbein. Linkes Bein anlegen. Genau. Oder eben, also ich stütze mich hierfür ab, ans Schienbein innerhalb anlegen.
Hose auch gut. Und dann die Arme nach oben strecken oder zur Seite oder Hände vors Herz. Ich brauche die Wand als Support. Genau. Du kannst natürlich auch den Fußball auf den Boden abstellen. Atmen. Nochmal tief einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung in deinem Tempo auf die andere Seite, linkes Bein, das Standbein, andere Seite, entweder so oder so oder ganz nach oben, das geht bloß bei mir nicht, oder Fußball neben auf den Boden stellen, Arme bzw. deine Äste so platzieren, wie du möchtest. Alles fühlt sich gut an mit der Wand. Nimm auch die Hilfsmittel um dich herum. Ja, also auch wenn du öfter Yoga bei uns praktizierst, nimm alle Hilfsmittel. Auch wenn du sonst in irgendein Studio gehst, ist egal, was die anderen machen. Nimm deine Sachen, mach es dir zugänglich. Ja, mach es dir nicht schwer. Atmen. Die Baumhaltung, schöne Haltung, bringt dir ganz viel Stabilität, Erdung. Vielleicht auch Klarheit. Noch mit der letzten Ausatmung lässt du deine Arme nach unten sinken und dann setzt du dich auf deine dünne Decke, die du vielleicht hast, auf den Boden, in eine gegrätschte Sitzhaltung. So, ich nehme mir auch mal meine Decke. Hier mal ein bisschen runter, dass ihr mich auch gescheit seht. Schön, 75. Ja, Wahnsinn. Schön. Also, die gegrätschte Sitzhaltung. Die, die bei uns Yoga machen, wissen, was ich jetzt sage. Sitzfleisch nach außen ziehen. Also pro Oberschenkel nach außen ziehen. Nach außen ziehen. Ja, dann zieht alles so nach hinten und dann so ein bisschen nach vorne rollen. Dann kann man schon aufrechter sitzen. Die Fußballen ziehst du zu dir. Dein Bauch ist hier ganz entspannt. Ja, der ist nicht eingeschnitten durch irgendeinen Hosenbund oder irgendwas, sondern der hängt hier ganz entspannt. Ganz entspannter Bauch. Schultern sind auch entspannt. Und dann einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, kipp mit relativ geradem Oberkörper nach vorne. Hände vielleicht auf den Boden oder auf die Schienbeine. Wichtig ist hier, relativ gerade zu bleiben im Rücken. Ja, also die Brust gibt hier die Richtung an. Dann langsam wieder zurück in die aufrechte Haltung. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, dreh dich mit deinem Oberkörper nach rechts. Brust Richtung rechtes Knie sinken lassen. Auch hier sieht man es ganz gut. Ich könnte tiefer kommen, wenn ich krumm werde. Also wenn ich mich hier so reinhänge, ist nicht der Sinn der Asana oder der Übung, sondern lieber ein Stückchen zurückgehen und aufrecht sein, beziehungsweise gerade sein. Ja, sonst kommt man nicht in die Dehnung. Langsam wieder zurück zur Mitte. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, dreh dich nach links, Brust Richtung linkes Knie. Hier eventuell, wie gesagt, Bauch vielleicht nach oben heben und dann nach links rüber heben. Dann kommst du gerade Richtung linkes Bein. Ich zeig's nochmal. Also Bauch hier nach oben, nach links rüber oder nach rechts, je nachdem wie der Bauch auch gemacht ist. Und dann kann man, finde ich, angenehmer Richtung Bein kippen. Fußballen sind zu dir gezogen, damit aktivierst du die Rückseite deiner Beine und dann krabbelst du ganz langsam wieder zurück, drehst dich wieder nach vorne, einatmen, Arme nach oben und nochmal ausatmen, lass dich nach vorne sinken, Blick nach unten, atmen. Tief einatmen und ausatmen. Lass dich in diese
Haltung in die Dehnung hineinsinken. Tief einatmen und ausatmen. Auch wenn du aufrecht sitzt, du kannst es dir auch vorstellen im Kopf. Es gibt auch keine Wertung. Ja, also es ist, du machst das so, wie es für dich passt. Einatmen und für deinen Körper. Einatmen, ausatmen. Und letztes Mal hier, wieder viermal, tief einatmen. Und dann gib nochmal alles ab, schnauf alles raus, lass alles raus. Und dann komm langsam, langsam wieder zurück. Füße entspannen. Stell die Hände hinter deinem Po auf. Hände hinterm Po aufstellen, bring die Schulterblätter zueinander, sodass du hier dich in deinem Brustkorb, in deinem Herz, in deiner Herzregion öffnest. Die Fußspitzen streckst du von dir weg. Den Bauch darfst du ruhig rausstrecken. Genau. Herz heben, Brustkorb heben, Blick nach oben, Richtung Decke oder Himmel, was auch immer du gerade siehst. Und dann genieß hier, dass du vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen tiefer atmen kannst. Probier es mal aus. Tief einatmen bis nach unten in den Bauch. Und ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Und nochmal tief einatmen. Alles abgeben, alles ausatmen. Und letztes Mal hier tief einatmen, so tief wie du gerade kannst, bis nach unten in den Bauch. Und dann mit der Ausatmung zieh dein Kinn wieder leicht Richtung Brustbein. Komm wieder in die senkrechte Sitzhaltung. Bring deine Füße zusammen. Komm in den Schmetterling. Auch eine schöne Haltung auch für den Bauch. Ja, hier nehme ich den auch rechts und links, dass der einfach hier gut platziert ist, schön hängen kann. Fußflächen zusammen und dann lass dich jetzt krumm und bucklig nach vorne sinken. Die Arme streckst du nach vorne, Handflächen nach oben. Passt gerade wunderbar zum Neumond heute. Und dann lass dich hier ganz, jetzt darfst du krumm und bucklig werden, der Rücken darf rund werden. Lass dich hängen. Kopf hängen lassen. Und einfach, ja, einfach mal hängen lassen. Zieh den Leistungsanspruch aus deiner Yoga-Praxis damit raus in dieser Haltung. Den Perfektionismus. Lass das alles gehen. Erlaube dir, dich hängen zu lassen. Nicht funktionieren zu müssen. Einfach nur zu existieren ist schon oft genug. Genug anstrengend. Und dann leg deine Hände an deine Fußgelenke und dann richte dich ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder auf. Der Kopf kommt zum Schluss, bis das Kinn parallel zum Boden ist. Du greifst, wie gesagt, entweder deine Fußgelenke oder du stützt dich rechts und links auf den Boden ab und dann flatterst du mit deinen Beinen. Du löckerst damit deine Hüfte, deinen Hüftbereich und Brust raus. Du bist ein stolzer Schmetterling. Und du flatterst, entweder, wie gesagt, abgestützt oder Fußgelenke greifen und flattern. Oder hier nach vorne kommen, Zehen greifen und flattern. Also ja, immer das, was für dich machbar ist, was für dich geht. Und während du das machst, atmen. Atmen fließen lassen. Okay. Und dann beende dein Flattern. Wenn diese Haltung gerade für dich angenehm ist, dann bleib so. Wenn du die Haltung ändern möchtest mit den Beinen, du kannst sie auch nach vorne strecken. Wir machen jetzt noch zwei Sachen im Sitzen. Und zwar einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, dreh dich nach rechts. Ja, also die linke Hand kommt auf die Außenseite von deinem rechten Oberschenkel. Nimm hier gerne deine Brust und schieb sie so ein bisschen zur Seite, dass der Arm hier hinten hinter die Brust kommt, so kann man mehr in die Drehung kommen und du atmest in der Drehung weiter, auch wenn sich hier alles stapelt. Egal, du atmest tief bis nach unten in deinem Bauch, mit der Ausatmung wieder zurück zur Mitte, einatmen, Arme nach oben, ausatmen, andere Seite, hier mit der linken Hand vielleicht die rechte Brust nehmen, den Arm dahinter schieben und so angenehmer in die Drehung kommen.
Wir arbeiten mit unserem Körper und nicht gegen unseren Körper. Es ist auch nichts im Weg. Ja? Man muss halt einfach wissen, wo man was hinpackt. Liebevoll. Nochmal tief einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung zurück zur Mitte und dann streck deine Arme aus, öffne dein Herz. Ja, also du kannst hier in so eine leichte, ganz leichtes Hohlkreuz gehen, ganz leichte Rückbeuge, Blick Richtung Decke. Und du öffnest dein Herz jetzt nur für dich, für niemand anderen, nur für dich. Herz öffnen, zieh die Schulterblätter zueinander, mach deinen Hals lang. Und wenn du soweit bist, dann gib dir eine saftige Umarmung, umarm dich selbst. Und ich umarme euch heute alle. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr schon teilweise so lange da seid. Manche sind schon seit Tag 1 mit dabei. Ich bin so stolz und so erfüllt. Und es gibt mir so viel Kraft. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Klopf dir gerne auf die Schulter. Streichel dich gerne. Halte dich gerne. Halte dich in deiner Yoga-Praxis. Halte dich in deinem Leben. Zeig dir, dass du da bist. Zeig deinem Körper, dass du da bist. Und dann löse ganz langsam diese Haltung auf und dann komm in eine Sitzhaltung, die für dich angenehm ist, mit der du deine heutige Praxis abschließen möchtest. Für die, die noch ein bisschen mehr Zeit haben, ihr könnt hier gerne Shavasana auch mit einbauen. Ja? Ansonsten, wie gesagt, komm in die Sitzhaltung, die für dich jetzt angenehm ist. Du kannst im Schneidersitz sitzen, du kannst im Schmetterling sitzen, du kannst in der Grätsche sitzen, du kannst auf dem Stuhl sitzen. Also mach dir bitte nie Druck, auch wenn du ganz viele im Schneidersitz sitzen siehst oder Lotus sitzt und es nie können wirst. Wurscht, du kannst trotzdem Yoga. Ja, also du kannst auch die Beine nach vorne strecken zum Beispiel oder sitzen. Gut, dann legst du deine Hände entspannt auf deine Oberschenkel. Du entspannst auch deine Schultern. Ich fühle es heute so. Ist auch nicht immer so. Genau. Und dann atmest du hier noch. Ja, einfach in Anführungsstrichen atmen. Aufrecht sitzen. Und die Praxis, die letzten 25 Minuten auf dich, auf deinen Körper, auf dein gesamtes System wirken lassen. Wenn es sich für dich stimmig anfühlt, du kannst auch deine Arme wieder nach vorne strecken und die Handflächen nach oben drehen. Vielleicht fühlt sich gerade stimmig an. Und dann sitzt du einfach nur da und atmest und existierst. Du nimmst einfach nur, in Anführungsstrichen, auch wieder wahr. Du nimmst wahr, was gerade hochkommt oder was gerade durch deinen Kopf geht oder Geräusche, die du außen hörst. Du nimmst sie einfach wahr, ohne es zu beurteilen, ohne dich zu verurteilen. Ganz wohlwollend ist deine Praxis, deine Yoga-Praxis. Und du beobachtest. Dann ganz langsam bring deine Handflächen vor dein Herz in Anjali Mudra. Reib deine Hände ganz leicht aneinander, sodass vielleicht ein bisschen Wärme entsteht irgendwann. Muss man manchmal ein bisschen reiben. Deine Augen kannst du auch geschlossen halten. Du kannst meiner Stimme folgen. Du kannst aber auch deine Augen öffnen, wenn es für dich sicherer ist. Und dann leg die linke warme Hand auf dein Herz und die rechte warme Hand auf deine Körpermitte, auf deinen Bauch, unterhalb von deinem Bauch, je nachdem. Und dann sende dir zum Schluss ganz viel Wärme, also auch physische Wärme tust du gerade, vielleicht auch in Gedanken Wärme. Sende dir das, was du brauchst. Vielleicht Wohlwollen, vielleicht Geduld,
Nachsicht, Mut, Vergebung, was auch immer du gerade von dir brauchst, vielleicht auch Liebe. Und in dieser Haltung atme nochmal viermal für dich über die Nase ein und über den Mund aus. In deinem natürlichen Atemrhythmus weiter und dann bring ganz langsam deine Hände wieder in Anjali Mudra vor dein Herz. Und wenn es sich für dich gut und ehrlich anfühlt, dann schenk dir jetzt ein inneres, vielleicht auch ein äußeres Lächeln, zieh beide Mundwinkel nach oben und mit diesem Lächeln bedank dich bei dir selbst, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du dir Zeit für dich genommen hast und dass du Yoga praktizierst. Bring beide Daumen an den Punkt zwischen deine Augenbrauen, an dein drittes Auge, da wo deine ganze Weisheit sitzt. Und dann verneig dich mit dieser Weisheit vor dir selbst, vor deinem Körper und vor deiner Yoga-Praxis. Tausend Dank fürs Mitmachen, fürs Dasein. Ich hatte die letzten 4 Jahre wirklich eine taffe Zeit. Taff, taff, taff. Unendlich schwer. Und das hier hat mir immer Halt gegeben und Sinn gegeben. Und es ist einfach so eine Ehre, euch Räume zur Verfügung zu stellen, wo ihr euch entdecken könnt, wo ihr Yoga entdecken könnt, wo ihr vielleicht zu eurem Körper zurückfindet oder auch nicht, wo man einfach nur sein kann. Deswegen danke, dass es euch auch gefällt, dass es euch gut tut, hoffentlich. Und ja, wirklich vielen, vielen Dank. Ich hoffe noch auf ganz, ganz viele Jahre und ganz viel Yoga und ganz viel, ja, ganz viel schöne Momente mit euch. Wirklich, wirklich vielen Dank. Dankeschön. Das war eine ganz kleine Yoga-Session, 30 Minuten. Da war alles drin. wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Oder erzählt gerne, wie es für euch war. Danke, dass ihr da wart. Ich war so ein bisschen all over the place, weil heute alles nicht funktioniert hat und es nervt mich dann so. Und hoffe, dass ihr trotzdem so ein bisschen was davon jetzt hattet. Wie gesagt, ich versuche hier das live hochzuladen. Und wir machen weiter. Genau. Dankeschön. Danke, ja. Dankeschön. Oh, ihr seid süß. Das freut mich sehr, wirklich. Oh. Ich habe mir schon so einen Stress gemacht. Let's not go deeper into this. Gut. Heute Abend gibt es Yoga mit der Caro, Feierabend-Yoga. Und am Sonntag gibt es Yoga mit mir, genau. Am Sonntag gibt es auch einen ganz, ganz wichtigen Newsletter, der mir sehr am Herzen liegt. Also subscribe gerne für den Newsletter, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, weil es da liegt noch was auf dem Herzen, was ich mal loswerden möchte. Und das packe ich alles in den Newsletter am Sonntag. Also gerne abonnieren, Link im Bio. Und ja. Ja, ich könnte echt heulen gerade. Aber ich bin gerade so genervt von mir, dass ich nicht heulen kann. Aber es kommt dann danach. Ach, ja. Ich mache mir da einfach immer. Also, ja, was soll ich euch sagen? Ich mache mir da einfach Druck und bin dann genervt von mir oder dass ich nicht
ach, dass ich es nicht so schön hergerichtet habe oder dass ich es nicht so strukturiert erzählt habe oder unterrichtet habe oder dass ich, keine Ahnung, dass mir nichts Besseres eingefallen ist oder so. Also das ist alles so, it's heavy on my shoulders. Und ich glaube, jemand hat auch gerade geschrieben, ich weiß nicht, ob du warst, Doris, ich glaube schon, so du bist genug. Und das ist einfach was, das ist so schön zu lesen. Es ist einfach auch das, womit ich einfach, wahrscheinlich für immer, habe ich das Gefühl, kämpfen muss, dass ich einfach, dass es gut genug ist. Und ich fühle es einfach so oft nicht. Und ich hoffe, dass, dass wenn es anderen auch so geht, dass ihr euch zumindest nicht alleine fühlt. Das wär ganz toll. Und danke, dass ihr da seid, wirklich. Also, es gibt mir echt Halt und Sinn. Und es ist so viel mehr für mich als nur Yoga. Also es ist wirklich auch so ein, ich habe echt das Gefühl, ich kann dadurch, durch euch, mit euch, auch so ein bisschen vielleicht diese Welt so ein bisschen verändern, weil es echt nicht mehr schön ist, so wie es ist, finde ich. Und deswegen ist es so schön, wenn man gerade für dicke Menschen, wenn da einfach Heilung stattfinden kann, weil wir das so verdient haben und so es so notwendig ist. Und ich fühle so viel Schmerz auch in den Stunden und mit den Körpern, und da ist auch teilweise so viel Abspaltung und so viel Härte und so viel Missverständnis und Unverständnis einem selbst gegenüber. Und ich weiß genau, warum. Also ich weiß genau, warum. Und wir brechen das einfach ganz langsam auf. Ganz, ganz langsam, bis vielleicht ein bisschen mehr Liebe dadurch für einen selbst entsteht. Wirklich. Oder muss nicht mal Liebe sein. Es kann auch einfach nur neutral sein oder verständnisvoll, aber dieses gegen sich arbeiten oder gegen sich zu leben, das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Wir sind ein Team und der Körper ist in unserem Team und wir sind im Team von unseren Körpern und unsere Körper sind unendlich weise und so intelligent und so viel mehr als die äußere Hülle, würde denen gar nicht gerecht werden, wenn man sie einfach nur aufs Äußere reduzieren würde. Und ja, deswegen, jetzt kommen doch die Tränen. Machen wir das genau ganz sanft und ganz liebevoll. Genau. Ich würde sagen, das war doch ein passender Abschluss. Nehmt das gerne für euch mit und ja, versucht es einfach, wenn die Welt wieder hart ist oder irgendein dummer Kommentar kommt oder irgendein Familienmitglied oder irgendwas beim Essen oder irgendwas, dann denkt an die Sanftheit und dass ihr es verdient habt, dass wir es verdient haben. Und stellt euch vor, dass ihr in einem Safe Space seid. Ja. So machen wir das. We stay soft, das ist sehr schön. Ja, alles klar. Okay, ich höre jetzt auf. Tut mir leid, ich habe nicht alle Kommentare gelesen. Also fast gar keine, ehrlich gesagt. Ich habe es gar nicht gesehen. Aber ja, also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die ich übersehen habt oder irgendwas, dann schreibt es mir gerne bei Instagram. Und genau. Wir heulen so oft bei dir. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich liebe es ja auch. Deswegen ist Yoga so toll. Das kann einfach dann fließen. Naja, okay. Ich bin jetzt ruhig. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Freitag, einen schönen Feiertag. Wenn ihr nicht habt, dann einen schönen Arbeitstag und dann sehen wir uns heute Abend vielleicht bei Caro, vielleicht seid ihr bei der Caro oder am Sonntag bei mir. Vielen, vielen Dank für alles. Ich liebe das, was wir tun, unendlich und euch, und wir sehen uns. Ich drücke euch ganz fest. Tschüssi. Bussis. Ciao.
Genau, umarmt euch alle, jawohl. Sehr gut. Tschüss. Bis Sonntag.